Tag 3, Pyrenäen. So, kurz hinter Andorra sind wir jetzt. Ein Drittel. Viel Schotter heute, viele schöne Strecken, herrliche Strecken. Und das Wetter sollte eigentlich Regen haben, aber tja. Denkst du auch, was ich denke? Was denn? Dass da Hunde sind. Hunde. Ja, bestimmt. Aber kein Wohnwagen hier, ne? Nee, der ist nicht festgekettet. Das sieht ja geil aus, mit den 1000 Fliegen um dich herum. Schön. Da habe ich von der Mayra Stura ein geiles Video, wo die schwirren da nur von der Kamera hin und her. Ist das eine Sackgasse oder geht das weiter? Ich will doch hoffen, dass das fertig wird. Die rotten sich jetzt alle zusammen und nehmen jetzt Anlauf hinter uns her. Die haben hier so viele Pferde, ne? Die halten die Pferde wie Kühe hier.
Ich sag, die halten hier die Pferde wie Kühe. Mit Glocke um, ne? Ja. Aber ich muss mal einen Meter nach. Und die Pferde hören sich auch an wie Kühe. Hallo Kuh. Guck mal. Guck mal hier. Komm mal hier. Das ist ein Rind. Komm mal hier. Ui. Pferde mit Glocke. Gibt es, glaube ich, auch nur in den Pyrenäen. Habe ich bisher nirgendwo gesehen. Michi, eigentlich könnten wir auch hier schlafen, oder? Die Almöhe. Da bist du Heidi, hä? Dann saugen wir uns morgen einen Schluck Milch. Jo. Nur den Kaffee kriegen wir nicht. Heidi, Heidi. Eigentlich haben wir hier jetzt Hunde erwartet. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben und ich hoffe auch jetzt kommt keiner, aber so schnell kriege ich die Kamera nicht wieder weg. Es ist jetzt 3:30. Wetter ist ein bisschen zugezogen, aber immer noch gut. Da hinten ist es schon ein bisschen ärger. Nach wie vor sind wir guter Dinge, keinen Regen zu erwischen. Da müssen wir nämlich einkehren, was wir sowieso bald machen. Ich habe nämlich Durst. Okay.